In diesem Video werde ich dir die drei größten Fehler mitgeben, die bei der Dividendenstrategie gemacht werden. Viele Leute lieben Dividenden und haben auch eine sogenannte Dividendenstrategie. Und gerade jetzt in diesem Umfeld, wo Wachstumsaktien abgeschmiert sind die letzten Monate, sind viele Leute, die selbst nicht zu Dividenden fokussiert waren, die denken jetzt drüber nach, soll ich jetzt mein Portfolio Richtung Dividende umschichten? Und deswegen möchte ich dir hier diese vier Fehler mitgeben, dass du nicht in diese Falle tappst und diese Fehler machst und am Ende dann Geld verbrennst, nur weil ein Fokus auf die Dividende gelegt worden ist. Und das ist auch schon der Fehler Nummer 1, womit ich anfangen möchte. Das machen sehr viele Leute, sie fokussieren sich rein auf die Höhe der Dividendenrendite. Das heißt, man schaut sich in Aktienscreenern oder generell im Internet gibt es auch ganz viele Listen von den höchsten und besten Dividendenzahler, und die sind aber meistens relativ falsch, weil man immer guckt, okay, wer zahlt jetzt am meisten aus? Und natürlich ist es im ersten Blick auf das Unternehmen natürlich attraktiver, wenn eine Aktie, ein Unternehmen eine Dividendenrendite hat von 5, 6, 7, 8%, weil man da sagt, hey, allein schon durch die Dividende habe ich ja mein sicheres Einkommen, mein sicheres passives Einkommen, solange die natürlich ausgezahlt wird. Aber das ist ein fataler Fehler, weil was viel wichtiger ist bei der guten Auswahl von Dividendenaktien ist, dass du schaust, okay, was für eine Ausschüttungsquote hat denn das Unternehmen und kann sich das Unternehmen in der ersten Linie auch die Dividende überhaupt leisten? Ja, weil das ist halt eine Frage, die du dir beantworten musst. Es gibt nämlich Unternehmen, die schütten einfach zu viel aus. Ja, beispielsweise, wenn sie 80%, 90%, 95% ihres Gewinns ausschütten oder sogar alles, dann haben sie natürlich selber gar kein Geld mehr, um es zu reinvestieren, um weiter zu wachsen, und schränken sich somit ein. Und wenn es da mal wirklich kriselt, wirtschaftlich oder in der Branche, wo das Unternehmen tätig ist, dann sind sie halt relativ unflexibel und die Dividendenkürzung ist eigentlich schon vorab ersichtlich. Das heißt, lass dich da nicht blenden, wenn irgendwie ein Unternehmen, ich sag mal jetzt 8% ausschüttet. Wenn auf der anderen Seite dann die Ausschüttungsquote so hoch ist, dann kannst du schon erahnen, dass die Dividendenrendite eventuell mal wirklich runtergehen wird durch Dividendenkürzung oder vielleicht die Dividende mal komplett ausfällt. Und wenn du natürlich rein strategisch irgendwann auf Dividenden angewiesen bist, dann musst du da höllisch aufpassen, weil dann können vielleicht die Dividenden einen riesen Teil von deinem Einkommen ausmachen. Und wenn du dann so Aktien hast, die hin und her mit der Dividende hantieren, sie mal kürzen, dann wieder erhöhen und dann ausfallen lassen, dann hast du natürlich ein sehr schwankendes Einkommen. Das möchtest du natürlich nicht, wenn du eine Dividendenstrategie hast. Und das ist Fehler Nummer 1. Also achte wirklich auf den Sinn dahinter und vor allem auf die Höhe der Ausschüttungsquote. Ganz, ganz wichtig. Dann kommen wir zum Fehler Nummer 2. Und das wird vielleicht viele Leute verwundern. Und das ist eben, dass die reine Dividendenstrategie meiner Meinung nach eben nicht immer pauschal Sinn macht. Ja, weil viele Leute googeln zum Beispiel einfach das Wort Aktienstrategie und sehen dann halt, es gibt eine Wachstumsstrategie, es gibt eine Dividendenstrategie, es gibt eine Value-Strategie. Das heißt, man hat ja dann Auswahl zwischen diesen beiden Strategien, ist aber völlig falsch. Es macht gar keinen Sinn, einfach zu sagen, hey, ich mache jetzt einfach nur in diese eine Richtung oder nur Richtung Dividende, weil erster Punkt ist, vielleicht passt es gar nicht gerade zu deiner Ausgangssituation. Wenn du jetzt zum Beispiel einen extrem langen Anlagehorizont hast, und du jetzt auf ganz langweilige Dividendenklassiker setzt, die vielleicht sogar jetzt auch hoch bewertet sind, weil natürlich jeder weiß, okay, langweilige Aktien oder Dividendenaktien oder nicht zyklischer Konsum ist gerade sehr gefragt, dann wirst du vielleicht auf die nächsten 10, 15 Jahre einfach eine andere Performance machen. Klar hast du dann Dividenden, aber du musst eben validieren, passen Dividendenaktien überhaupt in dein Portfolio und zu wie viel Prozent passen Dividendenaktien in dein Portfolio? Also ich bin gar kein Freund davon, komplett stur zu sagen, ich gehe jetzt nur Richtung Dividende, weil das heißt auf der einen Seite, dass man sagt, die Dividende ist bei der Aktienauswahl meine oberste Priorität und du wirst eben Chancen verpassen. Das heißt, wenn ein Unternehmen sich dazu entscheidet, noch keine Dividende auszuschütten, ist es ja laut deiner Strategie, in Anführungszeichen, ein Unternehmen, was für dich nicht in Frage kommt. Aber das ist total sinnfrei, weil wenn du ein Unternehmen hast, was vielleicht gerade noch mehr mit dem Geld anfangen kann, als du, durch Dividendenausschüttungen, dann macht das Ganze Sinn. Also das ist auch tatsächlich der dritte Fehler, den ich dir mitgeben möchte, der an dem zweiten Fehler angeknüpft ist. Das ist halt, du musst validieren, ob es bei dem Unternehmen sinnvoll ist, ob es der richtige Zeitpunkt ist, bei dem jeweiligen Unternehmen auszuschütten. Wenn du jetzt ein Unternehmen hast, was gerade profitabel geworden ist, die ersten Gewinne einfährt und extrem in einer Wachstumsphase ist und dieses Unternehmen jetzt sagt, okay, die wenigen Gewinne, die wir haben, die fangen wir jetzt an auszuschütten, da kannst du dir jetzt mal die Frage stellen, macht das Sinn? Oder könnte vielleicht das Unternehmen neue Mitarbeiter einstellen, irgendwie das Geld reinvestieren in Marketing, in neue Projekte, in Forschung und. Das ist für mich viel wichtiger,
als dass ich wirklich drauf schiele und sage, boah, wann schüttet jetzt Amazon mal Dividende aus? Ist für mich bei Amazon noch nicht der allerbeste Zeitpunkt jetzt gerade, weil sie mit dem Geld intern im Unternehmen ja viel bessere Sachen anfangen können, weil, wie gesagt, eine Dividende, das musst du dir merken, bringt dem Unternehmen rein gar nichts. Ja, wenn ich das jetzt mal einfach mal runter, als Beispiel dir mal runter erkläre, wenn ich jetzt hier mein Unternehmen mal sehe, wenn ich da jetzt Geld rausziehe, ja, um mir privat dann irgendwie irgendeinen Nonsens zu kaufen, bringt das dem Unternehmen an sich nichts. Und deswegen musst du als Unternehmen, als guter Unternehmer meiner Meinung nach, so lange reinvestieren, bis du wirklich so viel Geld im Unternehmen hast, wo du dann wirklich sagen kannst, okay, jetzt kann ich mal eine Dividende ausschütten. Und genauso sollten das auch große Unternehmen machen, dass wenn wirklich zu viel Geld da ist, wirklich ein Geldüberfluss da ist, dass man dann anfangen kann, Dividende auszuschütten. So wie es Apple auch gemacht hat. Sie haben lange Zeit sehr viel reinvestiert und irgendwann ist das Wachstum bei Apple ein wenig runtergegangen. Und dann kann man Folgendes beobachten, das Cash hat sich bei Apple angehäuft und dann ja, kann man sich natürlich als CEO fragen, okay, was mache ich jetzt damit? Ja, wenn ich intern nicht mehr reinvestieren kann, kann ich Aktien zurückkaufen oder zum Beispiel dann auch Dividenden auszahlen. Apple hat dann sich dazu entschieden, beides zu machen und ist seitdem auch ja, nicht mehr ein reines Wachstumsunternehmen, sondern auch eben eine ja, Dividendenzahler, auch wenn die Dividendenrendite jetzt aktuell nicht die allerhöchste ist, ist Apple ja nicht mehr dieses typische reine Wachstumsunternehmen. Und da musst du halt eben drauf achten und vor allem den Kontext dir anschauen. Ja, wann und warum zahlt ein Unternehmen eine Dividende? Und vor allem darfst du jetzt auch mal eine Dividendenkürzung oder einen kompletten Dividendenausfall nicht pauschal als schlecht oder Versagen sehen oder interpretieren. Folgendes ist nämlich bei Sixt zum Beispiel passiert. Im Corona-Jahr hat der CEO entschieden, okay, obwohl ja, die wirklich eine tolle Dividendenhistorie hatten und den, ich sag mal, auch die Kommunikation zu den Aktionären, die war sehr toll, da war immer die Dividende im Fokus, weil die auch gesagt haben, hey, das ist uns wichtig, dass grundsätzlich die Aktionäre auch Dividenden bekommen, hat er ganz klar entschieden und kommuniziert, wir werden diese Dividende in diesem Krisenjahr jetzt einfach erstmal ausfallen lassen, um das Unternehmen zu schützen, um das Unternehmen in dieser Krisenzeit ja, quasi ja, überleben zu lassen, wenn es noch schlimmer wäre, weil man weiß ja nie, wie es in der Krise ausfällt. Und das nehmen natürlich viele Anleger, die unwissend sind, als kritisch auf und sagen, oh, jetzt ist hier, meine Dividende ist ausgefallen. Ja, was ist dir denn lieber, dass ein Unternehmen entscheidet, auf Krampf weiter auszuzahlen ja, und sich wirklich finanziell zu ruinieren eventuell? Oder dass man sagt, sicherheitshalber, man zahlt sich nichts mehr aus, man kürzt die Dividende oder lässt die Dividende ausfallen, aber deswegen sichert man das Unternehmen ab. Das ist meiner Meinung nach zum Beispiel korrektes Krisenmanagement und darauf musst du eher achten. Also nicht auf das unbedingt auf Krampf. Ja? Das Unternehmen muss, wenn es eine qualitative Dividendenaktie ist, immer ausgezahlt haben. Klar, versteht mich nicht falsch, wenn ihr ein Unternehmen habt, was schon 20, 30, 40 Jahre am Stück Dividende ausgezahlt hat, dann ist das sehr oft ein Hinweis auf Qualität, weil das musst du erstmal schaffen. Aber dennoch ja, ist es halt natürlich auch strategisch fürs Management eine schwierige Entscheidung, wenn du dann sagst, aha, ich will jetzt die Dividende nicht kürzen, obwohl es vielleicht sinnvoll ist, um diese Historie aufrechtzuerhalten. Und ein gutes Management macht dann eben so wie bei Sixt einfach den Cut und sagt, wir lassen sie trotzdem ausfallen, um das Unternehmen zu schützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir noch den letzten Fehler und der ist ein bisschen, also da musst du wirklich mal drüber nachdenken und das ist der Fehler, Dividenden werden über alles gestellt. Was meine ich jetzt konkret damit? Ich sehe immer wieder, dass Leute wirklich Dividende und das natürlich auch so argumentieren. Dividende ist ja das, was du auch bar auf dem Konto wieder hast, was du auch dann, wo du den Kaffee mitzahlen kannst, wo du den Urlaub irgendwann mitzahlen kannst. Ne? Kursgewinne bringen ja nichts, hört man so oft aus vielen Ecken. Und versteht mich nicht falsch, ich habe in meinem Portfolio auch Dividendenaktien. So. Und auch wenn Leute mit mir zusammenarbeiten, habe ich auch Kunden, die reine Dividendenstrategien fahren, kombiniert mit einigen anderen Stellschrauben, weil sie zum Beispiel ja, schon über 50 Jahre alt sind und einfach schon von ihrem Aktienportfolio passives Einkommen haben müssen. Ja, aber da, ja, wenn du da mal wirklich möchtest, dass man sich eins zu eins hinsetzt und eine Strategie ausarbeitet, dann kannst du dich auch immer melden für ein kostenloses Erstgespräch. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass dieses Brainwashing, was man manchmal aus dem Internet hat, weil man immer Dividendenliebe hört. Wenn du zum Beispiel jetzt einen Anlagehorizont hast, der zwischen 20 und 30 Jahre ist und du sowieso jede Dividende, die du bekommst, erstmal die nächsten 10, 15 Jahre, vielleicht 20 Jahre so oder so reinvestierst,
Ja, weil am Anfang bekommst du halt nicht viel Dividende, ja, und dann lässt man das auf dem Verrechnungskonto liegen und, und. Dann hast du folgendes Szenario, und da, das vergessen viele, das Unternehmen schüttet dir bereits versteuertes Geld aus. Du bekommst dieses Geld, klar, es gibt einen Steuerfreibetrag, 800 Euro, klar, aber den hat man auch sehr schnell überschritten, wenn man Gas gibt. Und sobald du diesen überschritten hast, musst du Steuern zahlen. Folgendes passiert jetzt, das Unternehmen schüttet dir Geld aus, du musst das versteuern mit der Kapitalertragsteuer und du reinvestierst dann dieses versteuerte Geld wiederum in Aktien, ja, vielleicht wiederum in Dividendenaktien und dann bekommst du nächstes Jahr mehr Dividende, was du auch wieder versteuerst. Das heißt, du verlierst ja sozusagen, beziehungsweise du hast ja diese Reibungsverluste, ja, es ist sehr uneffektiv, ja, nicht immer, wie gesagt, wenn es Sinn macht, dann ist das alles gut. Ich habe auch Dividendenaktien, aber das ist, musst du dir mal überlegen. Du bekommst Geld, was du sowieso wieder weggibst, weil du sagst, ey, ich möchte Vermögen aufbauen. Und deswegen ist zum Beispiel wichtig, wenn du ja, einen langen Anlagehorizont hast, dann ist dieser pure Fokus auf Dividenden einfach nicht das Wahre, meiner Meinung nach. Und da musst du dir halt mal wirklich überlegen, okay, was ist eine Strategie, die zu dir passt, die zeitlich zu dir passt, von deinem Anlagehorizont zu dir passt, zu deinem Verhalten an der Börse zu dir passt. Und wichtig ist, und das ist auch die Message von diesem Video, ja, hör auf, einfach irgendwelche pauschalen Sachen aus dem Internet ja, dir zu ergoogeln und dann zu sagen, ach ja, cool, Dividendenstrategie bedeutet jetzt nur noch Dividendenaktien zu kaufen. Das macht keinen Sinn, weil du vielleicht während diesen 20, 30 Jahren extrem potenzielle Unternehmen verpasst, die dir vielleicht die nächsten 5 bis 10 Jahre keine Dividende zahlen. Aber dann vielleicht in 15, 20 Jahren werden das die Dividendenzahler werden, weil ich persönlich glaube, in meinem Portfolio zum Beispiel, dass eine Amazon, dass eine Alphabet, dass eine Berkshire, dass das ja, in einem Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren gute Dividendenzahler werden, weil sich das umschichten. Das ist ganz, ganz wichtig. Denk da auf jeden Fall mal drüber nach. Jetzt weißt du auf jeden Fall, was die größten Fehler sind bei der klassischen Dividendenstrategie. Und jetzt kannst du mal abchecken, ja, erstens, ob du überhaupt eine Strategie hast, wie du vorgehst. Wenn du Fragen dazu hast, schreib gerne hier unten in die Kommentare oder grundsätzlich schreib mir auch gerne auf Instagram. Dann können wir da auch direkt 1:1 kurz ja, drüber schreiben. Und wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass gerne ein Like. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Max Mrode.